Hi, ich bin's wieder, eure Melissa Ming und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder ein Fashion-Video, ihr wisst ja Bescheid. Am Dienstag ist es endlich soweit, ich gehe nämlich auf das Blackpink-Konzert. Und da muss ich natürlich sehr gut aussehen und deswegen, ja, plane ich immer meistens schon Wochen vorher. Also ich habe mir ein paar Outfits-Inspirations schon rausgesucht, aber ich bin mir halt noch nicht 100% sicher, was ich anziehen soll. Aber ich habe meine Favoriten auf jeden Fall schon zusammengepackt. Und deshalb brauche ich eure Hilfe. Stimmt jetzt ab, welches Outfit ich zu Blackpink-Konzert anziehen soll. Einfach in die Kommentare schreiben, denn eure Meinung interessiert mich. Ja, wie gesagt, Dienstag ist es soweit. Noch ein paar Tage. Ey, ich kann es kaum erwarten. Das ist das zweite Mal, wo ich die Girls sehe. Ich habe die ja schon mal gesehen. Das war aber damals in der Max-Schmeling-Halle, die ein bisschen kleiner war. Und jetzt ist die einfach in der Mercedes-Benz-Arena, das Konzert. Und dieses Jahr werde ich wieder für euch vloggen. Aber am Montag ist erstmal ein richtig krasses Event. Davon werdet ihr aber noch erfahren. Und ja, morgen muss ich mir erstmal eine neue Speicherkarte holen, weil meine Speicherkarte ist gerade voll. Und ich brauche eine leere Speicherkarte nur für den Fall. Ich bin manchmal paranoid. Also folgt mir unbedingt, um nichts zu verpassen und folgt mir auch auf TikTok, um nichts zu verpassen, weil da werde ich auch sehr, sehr viele Blackpink-Concert-Contents posten, habe ich euch ja schon gesagt. Okay, dann würde ich sagen, wir starten mit dem Video. Ich bin echt gespannt, was ihr von meinen Outfits so haltet und wie ihr abstimmt. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. 1, 2, 3, let's switch this up. Und übrigens, das Konzert ist ja am 20.12., das heißt einfach 4 Tage vor Weihnachten. Und wer jetzt noch kein Geschenk hat, Leute, hört mir zu. Denn ich habe nämlich das perfekte Weihnachtsgeschenk, ob für euch oder für eure Liebsten, Oma, Tante, beste Freundin, was auch immer, Schwester. Nämlich dieser Schmetterlings-Ohrclip hier. Ich habe so positives Feedback von euch bekommen und ich muss sagen, ich liebe den persönlich so krass. Der ist super krass schön, ey, schaut euch das an. Der passt einfach zu jedem Outfit. Ich habe noch nie so einen Ohrclip irgendwo hier in Deutschland gesehen, der ist ja auch aus Asien. Aber wenn ihr jetzt bestellt, dann kommt er auch innerhalb von 1 bis 2 Tagen, Werktagen bei euch an. Okay, momentan ist so die Weihnachtssituation. Ich weiß nicht, wie DHL gerade liefert, aber innerhalb von einer Woche sollte er spätestens da sein. Und mit dem Geschenk könnt ihr halt auch gar nichts falsch machen, weil zum Beispiel für Leute, die keine Ohrlöcher haben, das ist halt perfekt dafür. Oder wenn sie einfach irgendein Material nicht vertragen, weil zum Beispiel bei mir zum Beispiel, ich habe zwar Ohrlöcher, aber wenn ich bestimmte Ohrringe reinmache, dann bluten die manchmal, weil ich einfach das Material nicht vertrage und deswegen ist dieser Ohrclip einfach perfekt. Und ihr könnt sehen, er schimmert so krass schön, wenn Licht drauf fällt. Der ist auch individuell verstellbar. Das heißt, wie zum Beispiel bei mir, ich habe ja ein bisschen kleinere Ohren. Ich kann den einfach so zusammendrücken und dann hält der einfach bombenfest. Ich glaube, vielleicht trage ich den sogar zum Konzert, weil dann kann ich richtig updance, ohne dass ich Angst habe, dass der rausfällt. Ich habe auch von ganz vielen von euch gehört, dass ihr den eurer besten Freundin zum Geburtstag geschenkt habt. Und es freut mich so krass, solche Nachrichten immer von euch zu lesen. Eine der beliebtesten Items aus Mel Bailey. Also Leute, gönnt den euch. Richtiges Must-Have. Limited Edition, das heißt geringer Bestand. Wenn er weg ist, ist er weg. Der kommt dann erst nächstes Jahr wieder. Und wenn ihr so lange warten wollt, dann tut es. Aber ich würde euch vorschlagen, den jetzt sofort zu bestellen. Link unten in meiner Beschreibung. Und ihr profitiert noch vom kostenlosen Standardversand. Also greift ihr zu. Okay, also ich habe mein Ringlicht jetzt angemacht und irgendwie gefällt mir das Licht nicht so krass. Ich mag das natürliche Licht mehr mit der Kamera hier. Aber sonst wäre es zu dunkel. Auf jeden Fall, eines meiner ersten Favorites ist einmal das hier. Ey Leute, schaut euch das an, wie cute das einfach ist. Das gibt mir so richtige One Young Vibes. Das ist ja auch der Cardigan, der berühmte Cardigan von One Young. Den habe ich von Cider. Und ich habe den auch noch einmal in Blau. Auch richtig, richtig cute, oder? Genau, also das sind die beiden Cardigan. Einmal in Blau und einmal in Weiß. Also ihr könnt mir schon mal sagen, welche Farbe ihr schöner findet. Ich glaube, ich tendiere sogar ein bisschen mehr zu Blau. Aber ich bin mir halt noch nicht sicher, wenn ich mich für das Outfit entscheide, welche Hose ich dazu anziehen soll. Also entweder die hier. Ja, die ist noch ein bisschen fusselig von Bellas Hahn. Die muss ich auf jeden Fall noch entfusseln. Ja, die ist halt so ein bisschen Old Money Style mäßig. Aber ich will ja ein bisschen so ein bisschen K-Pop-like rumlaufen, wenn ihr versteht, was ich meine. Die Sache ist, ich bin ja mega into dieses Old Money Ästhetik. Aber bei K-Pop ist es nochmal was anderes. Deswegen vielleicht ziehe ich eine Jeans dazu an. Also ich habe irgendwie gedacht an einmal die hier. Genau, das ist die. Also das ist einmal so ein bisschen oversized, also so eine Mom Jeans in so einem hellblauen Ton. Vielleicht so ein Mini-Rock, der ist auch mega cute. Ich hatte den ja bei dem K-Pop Flex Festival an. Also am ersten Tag war das, glaube ich, mit so einem pinken Oberteil. Das war auch richtig, richtig cute eigentlich. Und ich habe so ein Set. Ich zeige euch das mal. Hier, so sieht das einmal aus. Das ist auch von Cider. Ich habe es mir auch noch aufbewahrt, sag ich mal so, für das Konzert, weil ich mir noch nicht sicher war, was ich anziehe. Und genau, das ist der Rock dazu. Auch richtig cute. Also das ist auch sehr K-Pop-Style, finde ich. Und sowas hier, was meint ihr? Das ist halt so ein Oberteil, was man zuknöpfen kann.
Das hat so eine Schleife, richtig Blair Waldorf-Style, ne? Voll cute eigentlich. Ich glaube, das wird ganz gut passen. Ich lege das mal hier zur Seite. Aber Leute, jetzt zeige ich euch eines meiner Favorites. Und zwar ist es das hier. Das ist so cute. Ich muss mir hier aber die Teile zusammenkramen, weil das ist nicht nur ein Teil. Auf jeden Fall ist das so ein süßes Plüschtop. Ey, schaut euch das an, wie cute das einfach ist. Oh mein Gott, als ich das gesehen habe, ne? Ey, ich muss es mir direkt holen. Das ist auch von Cider. Und oh mein Gott, ey. Am liebsten hätte ich mir zwei davon geholt. Das ist nicht nur das Top hier, was cute ist, sondern das hat auch so Ärmel, / Handschuhe. Also Handschuhe kann man das nicht nennen, aber das ist halt so, ihr macht das so rein und dann habt ihr so cute Hände. Also ich probiere die Outfits auf jeden Fall gleich für euch an, damit ihr seht so, wie cute das einfach ist. Also wirklich einer meiner Favorites. Aber ich weiß nicht, welche Hose ich dazu anziehen soll. Vielleicht so eine mit Löchern. Hier, die hier. So sieht die aus. Die sieht auch mega chillig aus. Ja, vielleicht passt auch der weiße Rock. Was denkt ihr? Genau, also das und das. Maybe. Ich weiß nicht, ob es passt. Also von der Farbe, es hat ja weiß hier drin, deswegen wird es eigentlich passen, aber... Ich weiß nicht, das Material ist halt so flausch und das ist halt so... Ja, wir werden sehen. Ich werde es auf jeden Fall gleich anprobieren und kombinieren. Ja, das waren auch schon einige Outfits. Ne? Ich glaube, ein Outfit suche ich mir noch zusammen und dann probieren wir die ganzen Sachen zusammen an. Das weckt wieder Erinnerungen. Das hatte ich beim K-Pop Flex im zweiten Tag an. So ein wunderschönes Kleid, ne? Ich habe dann bei die Tomboy Challenge da dieses Tomboy mit Cell gemacht, mit diesem Kleid hier. Das ist so... Princess-like, ne, ich lieb's einfach, aber ich kann's ja nicht nochmal anziehen, ne? Boah, wisst ihr noch, was ein richtig geiles Outfit wäre? Ich hatte das sogar beim Universal-Event an, ich zeig euch das mal. Diese schwarze Bluse kombiniert mit diesem Korsett hier, oh mein Gott, I'm obsessed. Ich hatte das an und ich habe echt viele Komplimente bekommen, weil das sieht nicht so, weil das Hemd an sich so sieht ein bisschen simpler aus, wisst ihr? Aber dieses Korsett gibt halt den ganzen noch so die Würze, sag ich mal so. Weil wenn ihr überlegt, ist das Outfit sehr, sehr dunkel, sehr, sehr schwarz und wenn ich jetzt noch eine schwarze Tasche anziehen würde, dann, ja, ich weiß nicht, dann wäre es ein bisschen zu übertrieben. Deswegen dann so eine Tasche, die hatte ich damals auch beim Universal Event an und das hat einfach gepoppt, Leute. Die Tasche hat einfach übelst rausgestochen. Okay, dann würde ich sagen, wir probieren die Sachen jetzt an. Ich bin mega gespannt und wir sehen uns gleich. So, erstes Outfit und zwar mit dem blauen Cardigan. Ich liebe dieses Plüschchen. Im Winter brauche ich gar keinen Schal mehr, ne? Die Hose ist mir leider ein bisschen zu groß. Ich benutze immer diesen Ohrring-Hack. Also wenn ihr nicht wisst, was ich meine, dann schaut unbedingt auf meinen TikTok vorbei, weil das ist echt ein richtiger Game-Changer. Ich finde das Blau eigentlich richtig cute. Ich habe euch ja vorhin gesagt, dass ich die Hose eventuell damit kombiniere, aber ich habe es mir anders überlegt, weil das sind zwei verschiedene Blautöne. So, Outfit Nummer 2. Einmal der Cardigan in weiß derselbe und die schwarze Hose. Ich wechsle die Hose aber gleich. Auf jeden Fall sieht das kombiniert einmal so aus. Genau, ich hatte euch ja gefragt, welchen Cardigan ihr mehr mögt, den blauen oder den hier. Also ich persönlich finde, der blaue ist halt mehr colorful und der ist halt auch sehr, sehr süß. Aber halt ein bisschen schlichter, sage ich mal jetzt. Genau, also so sieht das Outfit in Kombination aus. Ich probiere mal jetzt die Jeans dazu an. So, das ist einmal der Cardigan kombiniert mit der Jeans. Eigentlich super cute und ich liebe an der Jeans einfach diese Knöpfe. Das hat nämlich so mehrere Knöpfe und nicht nur einen Knopf. Und ja, keine Ahnung, das gibt mir so ein schönes Teil hier. Aber irgendwie finde ich es ein bisschen zu basic, finde ich jetzt persönlich. Ja, weil ich weiß nicht, Jeans, ich weiß nicht, ob es so langweilig ist. Keine Ahnung, auf jeden Fall könnt ihr mir das ja gerne unter die Kommentare schreiben. Also so sieht das Outfit aus. Let the feelings fade and numb the pain with someone new who is it. Oh mein Gott, Leute, wie cute ist das bitte? Ey, das ist so krass cute. Ey, wirklich einer meiner Favorites, ne? Also die Ärmel sind richtig, richtig süß. Ich habe sowas auch sehr, sehr selten in Deutschland gesehen, dass die sowas rausbringen. Also mit den Ärmeln. Oh mein Gott, ey, ich bin so in love. Ich finde, das passt auch mega gut zu der Jeans. Ich weiß nicht, ob ihr die Löcher von den Jeans sehen könnt. Deswegen gehe ich mal auf den Stuhl hier. Auf jeden Fall haben wir hier so zwei große Löcher. Ja, wird ein bisschen kalt und viele haben mir auch gesagt, ja, du weißt schon, dass es Winter ist und es mega kalt sein wird. Ja, I know. Aber ich werde wahrscheinlich mit dem Auto kommen und dann natürlich auch eine Jacke, mich warm einpacken, of course. Und dann, ja, ich glaube, da muss ich nur noch den Weg zu Mercedes-Benz Arena schaffen. Da habe ich es eigentlich auch schon geschafft. Ich hoffe, ich muss mich nicht lange anstellen. Ich habe ja eigentlich
Sitzplätze und deswegen genau, habe ich es leichter als diejenigen, die Stehplätze haben. So sieht das aus. Ich überlege, ob ich vielleicht den Minirock hier eventuell dazu kombiniere. Aber ich habe euch ja gesagt, ich weiß, ich bin da ein bisschen kritisch, aber ich probiere es mal eben schnell an. Ich sag euch doch, die Sachen von Zara sind übel schön. Link in meiner Beschreibung, klickt drauf. Die haben so einen krassen Sale und die Sachen haben echt mega Qualität und sehen auch noch super schick aus. Okay, ich glaube, ich habe eine neue Lieblingskombi. How cute is this? Ich glaube, wir haben es. Also ich glaube, das hier ist wirklich meine Top 2, sag ich mal so. Also ich lieb's einfach, Leute. So, das nächste Outfit, All Black Everything. Auch richtig, richtig edgy, Leute. Wie gesagt, ich kombiniere es, glaube ich, mit meinen schwarzen Boots. Und ich habe mir gerade noch so überlegt, okay, ich wollte ja meine pinke Tasche dazu kombinieren. Und das wäre einfach Blackpink. Versteht ihr? Oh mein Gott, was ein geiles Wortspiel einfach. Ich finde es an sich richtig, richtig cool. Und auch wenn es alles schwarz ist, ist es noch irgendwie besonders aufgrund von, ihr seht ja, das Hemd ist so seidenartig und es schimmert auch so ein bisschen, also wenn Licht drauf strahlt, und das Korsett wertet alles natürlich auch nochmal richtig auf. Und hier bei der Bluse könnt ihr noch so Schleifen machen und das gibt das Ganze auch nochmal etwas und ich finde es einfach richtig, richtig nice. Es gibt mir so ein bisschen diesen Vamp-Look, ey, aber ich bin mega in love. Also theoretisch würde das als eine Outfit-Kombination zählen, also ohne diesen Coat, aber es sieht mir so ein bisschen schon mädchenmäßig aus, vor allem mit dieser Schleife hier, aber ich muss sagen, ich liebe dieses Oberteil, ne? Also ich glaube, ich werfe auf jeden Fall nochmal den Blazer drüber, das ist auch so ein bisschen crop-mäßig, mega, mega schön. Ja, aber irgendwie sieht das auch immer noch ein bisschen schulmädchenhaft aus, ne? Aber ich finde es gar nicht so schlimm, weil ich meine, in K-Pop zieht man sowas ja auch sehr, sehr oft auf der Bühne an und so und selbst Blackpink selbst. Ich finde es eigentlich richtig, richtig cute. Was mich halt nur aufregt, ist hier, die Bluse ist ein bisschen kurz. Das heißt, ich muss die halt so reinstecken. Auf jeden Fall ist das hier auch das letzte Outfit tatsächlich schon. Auch richtig süß. Das ist mal so ein bisschen mehr. Also nicht so casual, sondern eigentlich schon sehr sassy. Du out of town to myself now. I can't tell them you're the person that they asked about. Also ich muss sagen, ich habe meine Favoriten schon. Ich will die euch aber nicht verraten, weil ich nämlich eure Meinung hören will. Aber ich glaube, aufgrund meiner Reaktion könnt ihr schon einschätzen, welches Outfit ich einfach liebe. Aber natürlich möchte ich auch eure Meinung hören. Ich freue mich schon übelst krass auf das Konzert. Ich kann es nicht oft genug sagen und ich freue mich auch, viele von euch dort zu treffen. Also kommentiert schon fleißig, kommentiert auch, ob ihr bei dem Konzert dabei seid oder ob ihr schon in Köln wart. Ich habe ja gehört, das Konzert soll mega gewesen sein. Und ich hoffe natürlich, dass in Berlin genauso mega coole Stimmung sein wird. Auf jeden Fall war es das schon mit dem Video. Es hat übel Spaß gemacht, mit euch die Outfits rauszusuchen. Und jetzt muss ich nur das Final Outfit für das Konzert finden. Wie gesagt, subscribe nicht vergessen, weil ich werde für euch vloggen und auf TikTok folgen. Folgt mir einfach überall. Und ja, Leute, wir sehen uns beim Konzert.